Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich alle meine Geschenke und zudem haben wir heute auch noch zu Chrissys Mutter. Da gibt es auch noch ein paar Geschenke. Meine Oma kommt gleich in einer halben Stunde. Und da gibt es auch noch ein paar Geschenke, die werde ich auf jeden Fall auch zeigen. Und schreibt gerne jetzt in die Kommentare rein, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Ich würde sagen, let's go. Schaut gerne mal Merch vorbei. Erst in der Videobeschreibung. Ich fange einfach direkt mal kurz an bei mir. Bitte noch schneller reden. Vor allem mal das T-Shirt hier. Dann zusätzlich noch diese Apple Watch hier von Chrissy. Nur danke, eine? Was? Wie nur eine? Ich schwierig gleich dann auch eine. Oder für den Fuß. Ja, das ist. Ganz kurz gehen wir jetzt einmal kurz zu meinem Schrank, denn da sind auch noch ein paar Sachen von Chrissy, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich von ihr noch zwei Pullover. Zwei davon sind schon eingepackt. Ah, genau. Stimmt. Hier, der ist so weiß und beige farben. Den finde ich sau nice. Passt mir auch zum Glück alles. Ah, nee, das habt ihr sogar im letzten Video gesehen, was ich von Chrissy bekommen habe. Ich wollte gerade sagen, hast du es doch schon gesehen? Diese Pullis habe ich von Chrissy bekommen. Hier, das Puzzle, was wir angefangen haben zu puzzeln. Ja, wo ist die Verpackung? Aber so weit sind wir schon. Das hat uns, glaube ich, 2 Stunden oder so gekostet. Ach, Quatsch. So das haben wir innerhalb von 10 Minuten geschafft. Natürlich. Und jetzt wir haben gefühlt eine Stunde so ein Eckding gesucht. Ganz entspannt vor unserem Tannenbaum hier oben. Alter, die Sonne scheint halt echt, ne? Guck mal an, ich habe hier alles mal zusammen besucht. Das Allerwitz, also. Toiletten-Idee. Die ist das Witzigste. Ja. Schau das letzte Video an, da hab ich die nochmal gezeigt. Das funktioniert nur im Dunkeln. Echt? Das kann man hier so rangehen, also damit es dunkel ist. Oh. Dann leuchtet das Klo. Ja, und ich habe hier so ein 10er-Set Cola-Dosen bekommen. Vom Weihnachtsmann. Ist sau witzig, weil eigentlich habe ich Just for Fun gesagt, dass ich mir Cola wünsche. Und dann hast du dir irgendwie. Mama war Cola da. Und wie viel Cola hattest du dir nochmal bestellt in deinem Video? Es waren am Ende 96 Dosen. Plus 10 nochmal. Sind jetzt über 100. Weiter geht's. Das haben wir von Ash bekommen hier. Chips. Wir haben noch nicht genug. Ein Parfüm noch. Das habe ich sogar mir selber auch schon mal geholt. Ganz witzig, aber ist auch fast leer. Deswegen ist ganz rechtzeitig, würde ich sagen. Dann von Ash. Also ich glaube, Ash hat so eine kleine DM-Tour gemacht. Oder so. Keine Ahnung. Ja. Also ist auch immer sehr witzig. Dieses Shampoo hier. Ist auch nice. Du auch noch nicht, ne? Ich habe es noch nie gesehen, ehrlich ich auch gesagt. Nicht. Kann man immer gebrauchen, Shampoo, ne? Vielleicht will er mir irgendwas sagen damit. Parfüm, Shampoo. Und zusätzlich hat Ash mir noch ganz viele scharfe Kaugummis geschenkt. Will er dir mit, damit kann er dir was sagen. Fisherman's Friends und ich glaube, das könnte bedeuten, dass ich irgendwie zu viel Mundgeruch habe oder so. Weil, ja. Drei Packungen gesunden Kaugummi und Fisherman's Friends ist schon der Verdächtige. Ingwer-Shots. Stimmt, 3 Ingwer-Shots habe ich auch noch bekommen. Das ist hier so eine Beeren-Ingwer-Shot. Ich finde krass, wie viel Ash mir geschenkt hat. Ne? Ich habe noch nie so viel geschenkt, glaube ich. Weiter hier noch mit einem Deo. Ich glaube, wir wollen dir alle sagen, dass du stinkst. Deo, Parfüm, Shampoo, Kaugummi. Das sind halt Sachen, die kann man eigentlich jedem Jungen schenken, würde ich mal behaupten. Das ist aber auch echt schwer, dir was zu schenken. Das glaube ich. Also Klamotten ja, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich fange jetzt weiter, machen weiter mit Willi. Chrissys Papa hat mir auch was geschenkt. Und zwar so eine Adidas-Socken, ich finde die saugeil. Ich weiß nicht, ich finde das hat voll was. So mit 3 verschiedenen Farben sieht, finde ich echt nice aus. Dann geht's weiter mit dem T-Shirt. Jetzt einmal das hier auch von Adidas. Dankeschön nochmal. Papa guckt sich mal alle Videos an. Ja, ich finde das echt cool. Also auch hinten nochmal so. Das hier, also das sind sehr viele T-Shirts, weil ich dachte Fresh. Mir so. Camouflage. Dann noch ein T-Shirt, was auch noch eingepackt ist. Soll ich eigentlich nochmal anprobieren, ob das überhaupt passt hier. Ist das von Mama, ist das? Vom Weihnachtsmann ist das Ganze. Willst du es nicht einmal auspacken? Deine Apple Watch leuchtet. Ah, die ist einfach einsatzbereit. Max wurde einmal rundum neu gestylt. Wird wohl passen, oder? Ja. Dann haben wir hier noch ein weiteres T-Shirt. Also man merkt, ich habe sehr viele Klamotten dieses Jahr wieder. Ganz ehrlich, ich finde Klamotten kann man eigentlich nie wieder. Ich muss sagen, Max hat eine Zeit lang halt die Nase voll von seinen Klamotten, die er schon im gleichen Jahr trägt. Und dann steht er vor seinem Kleiderschrank. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Aber immer das Gleiche anziehen ist auch blöd. Weißt du, wie ich mich fühle? Ein schicker Pulli. Unsere Schränke sind überfüllt. Das ist wirklich so. Dann geht's hier weiter mit so einem Hollister-Pulli. Den finde ich auch sau hübsch irgendwie. Also ich finde den cool. So am Ärmel die Schrift gesehen? Also ich finde, das ist sau cool. Wir nähern uns langsam den besten Sachen zu. Na, Spaß kriege ich. Also das ist das Beste. Erstmal machen wir weiter mit Ash Shopping Tour bei DM. Da gibt's ja noch so einen Chocolate Chips. Ich glaube, die mag Chris sogar lieber als ich. Ich habe die erst einmal gegessen, weiß ich nicht. Egal, wir essen kann sowieso, sein, also ja. Irgendwann mal auf. Dann Nick Next, das sind wirklich die besten. Ja, da könnte Max jeden Tag von 3 Packungen essen. Ja, aber irgendwann. Ich glaube, dieses Weihnachten ist ein sehr klamottenmäßiges und essen. Essenmäßiges und trinken natürlich auch. Und Beauty. Und dann geht's weiter hier noch mit dem letzten Kleidungsammlung. Kannst du gleich anziehen. Steht dir so gut, ne? Wir sind durch Chrissy darauf gekommen, weil sie sich so eine Jacke geholt hat, die auch so in dem Style ist. Und ich fand es einfach sau nice irgendwie. Und steht dir, finde ich auch. Nice. Dann kommen wir jetzt hier nochmal zu Chrissys Geschenk, was ihr auch schon gesehen habt letztens. Und zwar das Puzzle hier. Ich hätte 2000 Teile nehmen sollen. Nächstes Mal. Also 1000 Teile, mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. 2 Stunden sind schon rum. Macht aber sau viel Spaß, also mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Dies kommt, glaube ich, sehr plötzlich. Und zwar sind hier neue Schuhe. Ich glaube, also so viele Kleidungsstücke habe ich noch nie zu Weihnachten bekommen. Und zwar
Das ist Ultra Boost hier in Weiß. Ich habe die schon mal in Schwarz, auch also mit Weiß Solo, der Rest ist Schwarz. Die habe ich schon so lange getragen, halt langsam, also die Solo geht hier vorne zum Beispiel bei mir langsam ab. Ich dachte mir, in Weiß sind die auch ganz geil. Also, ich finde die cool einfach. Sind bequem, passen gut. Ding ist, du hattest ja auch Night Air Force geholt. Und die siehst du kaum an, weil du Angst hast, dass sie schmutzig werden. Ja. Jetzt ratet mal, wie oft er die anziehen wird. Ich zwing dich nächstes Mal. Die alten Nike Air Force an, die schon total grau sind. Das sind die Geschenke bisher. Ich komme Oma in 20 Minuten. Ich bin gespannt, was da nochmal. Es gibt auch noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann fahren wir nochmal zu Chrissys Mama. Dann nehmen wir natürlich auch mit. Sieht nice aus. Und da sind die nächsten Geschenke. Oma ist da. Und es gibt Essen. Und von meiner Oma haben wir jetzt das beides bekommen. Einmal für Chrissy, einmal für mich. Und der Bund ist mit dabei. Und zwar haben wir hier ganz viele Mandarinen, Äpfel, Birnen, Walnüsse sind da auch drin. Schokolade und ein kleines Kärtchen. Werden wir uns dann mal langsam auf den Weg machen. Denn wir haben noch 5 Stunden Fahrt vor uns. Echt geil. Yeah. Na dann, mal los. Mittlerweile ist der nächste Tag, also heute ist der 26. zweite Weihnachtsfeiertag und wir haben noch ein paar Sachen bekommen. Und wir waren gestern einfach nur komplett müde und fahren nach dem Essen, da ging echt nicht mehr, weil das war echt... Aber wir haben auch Geschenke bekommen. Ich fange einfach mal hier direkt an. Hier ist so ein Kissen, das haben Chrissy und ich gemeinsam bekommen. Also die eine Hälfte ist für Chrissy, die andere für mich mehr Spaß. Hier steht so drauf, ich deins, wir eins, du meins, Chrissy, Herz und Herz. Süß. Kissen sind eh egal. Ja. Genau, ganzen Überblick ehrlich gesagt, weil vieles haben wir jetzt bald auch bekommen. Und vieles haben wir jetzt auch gemischt. Genau, oder das hier zum Beispiel, so also ein paar Süßigkeiten hier, so eine... Das hat bei uns jedes Kind bekommen. Also ich auch, ich bin auch noch ein Kind. Die Kiste hier. Kiste, Tüte. Das ist sowas von Chrissy, das ist so eine Art Tagebuch, das zeige ich jetzt nicht genau, könnt ihr gerne bei Chrissy vorbeischauen. Dann haben wir hier so Raffaello bekommen. Die magst du sehr gerne. Die sind super lecker. Die Weihnachtsdeko war wahrscheinlich auch für dich. noch so eine Tasse da, wo hat Chrissy eine bekommen, ich habe eine bekommen. Da steht so Max drauf und dann pustet so ganz, ganz viele Herzen zu Chrissy. Und die haben wir beide bekommen, also ja, wir haben genau, 2 Stück davon bekommen. Dann haben wir noch zusammen irgendwie das hier bekommen. So Trinkschokolade. Ja, genau. Das macht man in Milch und dann hat man Kakao. Aber noch nie in echt. Und? Ja doch, du hattest mir sowas mal geschenkt, sowas in der Art. Okay. Vielleicht war das deine Mama. Nein, dann so ein Dattelbrot. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Und zusätzlich noch dann noch ein paar Duplo. das haben wir auch noch bekommen. Ja, ich würde sagen, lass gerne lustig, du hast voll viele Klamotten bekommen. Ich habe nichts an Klamotten bekommen. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Ich sage, lass gerne da noch oben. Dann vergesst nicht beim Merch vorbeizuschauen. Bald wieder nach Hause schon. Wenn das Video online ist, vielleicht so schon wieder zu Hause. Keine Ahnung, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max. Und ciao.